So, komm zu mir, mein kleines Haustier. Komm zu mir. Braves Haustier. Braver Balrog. Komm zu Sparky Bucky. Zu gruselig das Vieh. Naja. So, hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder eine weitere Minecraft-Command-Vorstellung, ein weiteres Command-Video und ich habe mal wieder was Interessantes gefunden, etwas Gruseliges. Ich zeige euch heute einen Bosskampf und zwar mit dem Balrog, wer es kennt, von Herr der Ringe. Das ist der große Feuerdämon, wenn ich es mal so ausdrücken möchte. Okay, dann, ich habe mir eine Flatmap dazu erstellt, wir brauchen dazu zwei Command sogar, weil das passt nicht alles in einen einzelnen Command rein und ich dachte, ich mache die einfach mal. Gut, zu Beginn natürlich, wie immer, brauchen wir im Creative Mode einen Command Block, also give Smug Phoenix Minecraft Command Block. Zack. Und diesen müssen wir dann nach Osten ausrichten, wie ich gesehen habe, und dann platzieren. Das ist gerade Westen, also ist hier Osten. So, Richtung Osten gucken. So, und dann setzen. Zack. Und dann den ersten Command einfügen. Auf Always Active klicken und auf Done. Und dann baut sie was zusammen. Und hier spawnt ein weiterer Command Block. Und da müssen wir jetzt den zweiten Command einfügen. Und da muss ich ganz kurz schnippeln. Sekunde. Okay, und da bin ich auch schon wieder. Und dann habe ich den zweiten hier einfügen, Always Active und Done. Und dann, und da entsteht dann, das fertige Command-Konstrukt. Unten links seht ihr, es ist von Squad gemacht. Link dazu in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch gerne das, den Command oder die Commands selbst mal ziehen, anschauen, austesten und jede Menge Unsinn machen. Und, ihr braucht dazu auch noch ein Resource-Pack, deswegen sehen die Blöcke gerade so aus. Denn so mit Balrog zusammenzuzimmern, das ist auch nicht ganz so easy in Vanilla. Deswegen ein kleines Resource-Pack gibt's und, das habe ich auch schon drin. Resource Pack, und das sieht so aus. Resource Pack von Squad und das ist so ein Herr der Ringe Ring drauf. Und dann, also D-O-N, nee, Don. Don, machen wir den Command Block raus und wir sorgen mal für ein bisschen Equipment. Denn der kann unter Umständen Hardcore werden. Und da werde ich natürlich nicht zimperlich sein. Und erstmal hier komplett Dierrüstung anziehen und dann erstmal mir ein komplettes Dierschwert geben. Ich mache es ausnahmsweise auch mal nicht verzaubert. Ja, und dann gebe ich mir ein bisschen Äpfel. Also geht ja erstmal nur um den Fight zu zeigen, deswegen kann ich hier volle Möhre draufhauen. Und was auch noch ganz gut wäre eigentlich, ist die Fire Resistance Tränke. Okay, aber theoretisch müssten die auch gehen, wenn ich einen OP auflässt, dann müsste auch Fire Resistance drin sein. Okay, und dann, würde ich sagen, zeige ich mal kurz, was man da machen muss. Zunächst mal, wir brauchen für den Anfang einen Gold Ingot und einen Nether Stone. Das werfen wir zusammen und dann kriegen wir den Ring, so. Und diesen Ring müssen wir in Lava schmeißen. Also ich brauche hier ein bisschen Lava, habe ich jetzt gar nicht, deswegen hole ich mir die. Dazu will ich mal ein bisschen hier hinter. So, dann 1, 2, 3, 4. Und dann können wir hier 1, 2, 3, 4 mal Lava reinmachen. Okay, dann kann das eigentlich auch wieder raus. Zu Sicherheit halte ich immer das ist so ein Wassereimer mit, den ich wahrscheinlich eh nicht richtig einsetzen kann, weil ich dafür zu blöd bin. Hier steht doch drauf, throw it into lava to summon the Balrog. Okay, also wie gesagt, Lava schmeißen. Mache ich jetzt gleich mal, the one ring, zack, und dann geht's los. Genießt die Vorstellung, meine Freunde, denn jetzt wird es, gruselig. Da passiert was. Hey. Ich glaube, ich habe die Sounds ein bisschen runtergedreht. Vielleicht kann man sie hören, vielleicht noch nicht. Okay. Es ist dunkel auf einmal. Und so sieht das hier aus. Es gibt unten eine Leiste. Eine Boss-Leiste sozusagen, die ist einfach hier mittendrin. Sieht ein bisschen doof aus, finde ich, vom Resource-Pack gemacht, aber der hat ein bisschen viel Leben auch und der verbrennt alles Mögliche im Umkreis. Ich habe gehört, ab einer gewissen Lebensanzahl wird dieser auch anfangen beim Boden Lava zu verursachen. Also Fire Resistance ist wichtig und der spawnt so komische Hügel teilweise. Hier, da kommen Vulkane raus. Und das ist sehr gruselig. Ich probiere jetzt den mal im Survival-Mode zu killen. Also von daher wünsche mir Glück. Und dann geht's los, denke ich. Game Mode 0. Und dann komm her, du Balrog-Viech. Mal gucken, wie viel ich ausrechnen kann. Das ist jetzt für die 1.10. Ich bin mal gespannt, wie viel Damage ich kriege und ob ich Damage kriege. Moment, ja, ein bisschen kriege ich. Hält sich aber an Grenzen, ist ganz okay. Die Bossanzeige ist irgendwie ein bisschen doof. Die müsste vielleicht weiter nach oben. Ich guck schon an, wie riesig der ist. Oh, oh, und jetzt sieht es gerade böse aus. Ich warf mal einen OP-Apfel rein. Also ohne OP-Apfel hast du Probleme. Ja, ich schlage einfach mal zurück. Der heilt sich auch noch. Die Sau.
Ich kämpfe immer ohne Schild irgendwie. Ich bin auch nicht aus meinen Schilden gewohnt. So, ich kann mir aber vorstellen, dass ich ihn jetzt im Creative Mode ziemlich easy hat, im OP-Äffel ziemlich easy runterkriege. Deswegen, ja, ist nichts, worüber ich ohne OP-Äffel, okay? Nur mit Tränken und ohne OP-Äffel. Vielleicht können wir den zweimal machen. Lass mal. Oh, siehst du gar nichts mehr. Alter. Ich glaub. Wow. Und ich bin natürlich in Lava gespawnt. Wow. Ich muss mal ganz kurz meine Sachen einsammeln. Das war blöd. Ich habe nicht dran gedacht, Game Rule Keep Inventory True zu machen. Heilige Scheiße, der geht ja mal übelst ab. Aber super übelst. Er fühlt alles durch die Gegend und yo. Ich würde sagen, da heizt sich übrigens auch voll, ne? Und das ist grundlegend ein Problem. Mein Schwert fehlt noch. Habe ich irgendwo noch Zeug rumliegen oder ist das komplett zerstört worden? Ich meine, das ist zerstört worden oder irgendwas. Pass auf. Ich nehme trotzdem nochmal. Nein, ich nehme keinen OP-Apfel. Zweite Mal probiere ich komplett ohne OP-Apfel einfach mitzumachen. Okay. So, dann wieder Game Mode 0. Dann kann ich das hier mal kurz reinpfeifen. Und ich gebe mir auch mal einen Fire Resistance Trank. Und gib mir Regeneration. Der scheint ja ziemlich krass drauf zu sein. Ich hatte voll Dia, gell? Der Wither-Effekt ist einfach zu böse. Ja, was also würde ich ein paar mehr sonst machen, aber ich habe ein bisschen was reduziert. Es gibt auch eigentlich Musik dabei und oh. Die habe ich aber rausgemacht, weil Lizenzen und so. Der ist echt gruselig. Der ist echt gruselig. Ich glaube, der nimmt einen Schmeißbein und wirft in die Luft. Aber ich schätze auch mal, ich habe den gleich down. Ja, man sieht irgendwie nicht viel, ich weiß. Es tut mir leid. Ich würde übrigens auch gern eigentlich mal die normalen Mobs da weg haben, aber. So, jetzt hat er. Bei einer bestimmten Lebensanzahl, der hat den Boden komplett so in Lava verwandelt. Oh, ich habe ihn getötet. Ich habe ihn töten können. Ich habe ihn nicht töten können. Hier vorne liegt nämlich ein Ring. Und dieser Ring ist jetzt. Warte, steht auch wieder dabei, denke ich. Mal kurz hier auf Peaceful. Dieser Ring, put it in your offhand to call the Balrog. Also, oh, ich habe das Schwert im Tag gehabt. Lol, nicht gesehen. Jetzt, wo wir den getötet haben, können wir ihn als eigenes Pet herbeibeschwören. Also als eigenen, ja, als eigenes Haustier. Ich leg den mal ganz kurz hier rein, ja. Jetzt passiert hier was. Hallöchen. Und wegen Peaceful hat es anscheinend gar nicht geklappt. So, ich probiere es nochmal. Ja, ich habe mir die Offhand gelegt. Wahrscheinlich hat es mit Peaceful gerade einfach nicht geklappt. Zack, und da haben wir den. Okay. Und da haben wir den Bar. Und jetzt ist er friedlich. Jetzt folgt er einem. Und ey, der ist echt verhältnismäßig zum Spieler groß. Und er sieht auch sehr gruselig aus. Ich finde es cool, dass der Ring irgendwie hier bei der Hand wirklich. Also, ich muss sagen, ich habe einen sehr schönen Ring. Einfach mal so den ganzen Arm so durchgesteckt. Ich habe einen äußerst schönen Ringfinger. Ja, ein bisschen Goldschmuck, kann nicht verkehrt sein. Und kaum ziehst du das Ding an, dann erscheint so ein Viech. Also Finger weg vor komischen Goldringen, denn die können seltsame Effekte haben. Okay, und dann folgt der mir. Und mal, den würde ich jetzt aber gerne mal. Den würde ich jetzt gerne mal etwas genauer anschauen. Wie sieht der Vogel denn aus? Ist ja ekelhaft. Vielleicht kann ich auch mal kurz meinen Effekt erklären. Effekt. Spark of Phoenix. Ich nehme mal Minecraft Clear ausgebunden. Einfach nur Clear. Und die Sounds sind übrigens auch furchtbar. Die sind echt furchtbar. So. Wir machen einen Thumbnail, da wir ja, wenn wir unsere Videos machen, oder wenn Sparky Berge seine Videos macht, dann hätte er gerne ein Thumbnail, was auch wirklich im Video vorkommt. Deswegen mache ich mal zwischendurch das ein oder andere Bild. Was einfach cool ist. Ja doch. So von der Seite war gut. Ich würde sagen, das sieht nice aus. Schön zentral und schön gruselig und why not. Okay, dann, ja. Komm mal mit mir, Balrockchen. Du sollst mir eigentlich folgen. Yay, er port sich hinterher. So, Preisfrage. Was ist, wenn ich hier irgendein Vieh angreife? Mal angenommen. Pass auf, ich mache mir einen Eisengolem, ja? Iron. Und jetzt will ich aber sehen, wie der vollkommen eskaliert den Eisengolem platt macht. Pumpkins habe ich irgendwo. Ist das bei Essen? Nein, wo sind denn Pumpkins normalerweise? Pumpkins, so, Kürbisse. Also, Golem. Den da, so. Jo, genau, ist ein Feuer gespawnt, oder was? Ach nein, ich hab's vergessen.
Der Balrog hat als Effekt folgender. Und zwar, er verlässt alle Mobs in der Nähe verbrennen. Und greift den auch an, den Golem? Ich glaube, ja. Greift er diesen an? Er müsste ihn eigentlich angreifen. Weil ich ihn geschlagen habe. Oh nein, ich kann ihn gar nicht schlagen, den Golem. Ich kann diesen Golem gar nicht schlagen, weil er einfach dauerhaft brennt. Und wenn er gerade Schaden kassiert und rot ist, dann kann ich ihn nicht attackieren. Weil, weil geht das nicht. Und dieser Balrog hat eine ultra große Reichweite von Sachen, die brennen in der Umgebung. Zum Beispiel die Ponys, die brennen einfach schon, obwohl der gar nicht da ist. So, ich gehe mal ein bisschen weiter und ich guck mal, wann wirklich Sachen anfangen zu brennen. Aber wie weit hier einfach alles kugelt. Ja, klasse. Da hinten ist ein Slime getötet worden. Da hinten, da brennen auch die Schafe. Und da die Slimes. Alles brennt einfach, also sogar in weiterer Umgebung. Also ich finde das schon fast ein kleines bisschen zu OP. Weil die brennt einfach alles weg. Alles. Aber der macht coole Geräusche. Stumpf, 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 stumpf. Ein bisschen gruselig ist aber auch. So. Ich gehe mal wieder ein kleines bisschen zurück und würde eigentlich auch schon sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, denn wir sind eigentlich fertig mit dem kleinen Vorstellungsvideo von dem Balrog. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst krachen.